Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein leckeres veganes Rezept für euch, und zwar für Wirsing-Pasta mit veganem Hack. Wir benötigen dafür 600 Gramm Wirsing, außerdem 200 Gramm veganes Hackfleisch. Ich habe dieses hier, bei mir sind jetzt 180 Gramm drin, es sollten so circa 200 Gramm sein. Wenn ihr mehr veganes Hackfleisch haben möchtet, könnt ihr auch 250 Gramm verwenden, es sollten so um die 200 Gramm sein. Es geht weiter mit 200 Milliliter Gemüsebrühe, außerdem natürlich Salz und Pfeffer zum Würzen, etwas Sonnenblumenöl, da könnt ihr ebenfalls auch Rapsöl oder Margarine verwenden. Dann benötigen wir auch noch eine große weiße Zwiebel sowie eine Bio-Zitrone, und davon benötigen wir einen Teelöffel Abrieb, also Zitronenschale, und einen ganzen Esslöffel Zitronensaft. Wo war ich noch nicht? Es geht weiter mit 150 Gramm, das wäre jetzt bei mir hier ein ganzer Becher. Vegane Creme Fraiche, da könnt ihr auch jede vegane Creme Fraiche nehmen, wie ihr mögt. Wie gesagt, 150 Gramm. Und zu guter Letzt 300 Gramm Pasta. Ich verwende hier 300 Gramm Tagliatelle. Ihr könnt da aber auch jede Pastasorte verwenden, die ihr gerne habt. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon loslegen. Zuallererst habe ich meine Zwiebel klein gewürfelt. Ihr könnt das auch in Halbringe schneiden, ganz wie ihr mögt. Meinen Wirsing habe ich Stück für Stück eben in kleine Streifen geschnitten und hier in den Topf gegeben. Da kommt jetzt noch Wasser drauf, und dann geht das Ganze das Ganze muss so 7 Minuten köcheln, dass er eben gar ist. Meine 300 Gramm Tagliatelle habe ich ebenfalls schon in einen Topf gegeben. Das kocht jetzt auch. Die gieße ich dann einfach gleich, wenn die fertig sind, ab und stelle die beiseite. Die müssen wir sowieso in die Soßen unterrühren. Deswegen die Pasta, je nachdem welche ihr habt, ich habe Tagliatelle, könnt ihr einfach kochen, bis die al dente sind, absieben, beiseite stellen. Bei dem Wirsing kommt jetzt auch noch Wasser dazu. Wie gesagt, da braucht es so 7 Minuten, dann ebenfalls absieben und beiseite stellen. Die 200 Milliliter Gemüsebrühe habe ich auch schon gekocht und beiseite gestellt. Und in einer Pfanne habe ich jetzt etwas Sonnenblumenöl hineingegeben. Da könnt ihr auch Rapsöl oder Margarine reingeben. Hitzt das jetzt gerade. Und darin werde ich jetzt zuallererst meine Zwiebelwürfel andünsten. Die Zitrone habe ich schon heiß abgewaschen. Unbedingt eine Bio-Zitrone verwenden, da wir die Schale benötigen. Meine Zwiebelwürfel habe ich angedünstet. Wie gesagt, ihr könnt auch halbe Zwiebelringe machen. Dann kommt jetzt das vegane Hack dazu. Das brate ich auch ganz kurz an. Und würze das Ganze mit ein wenig Salz. Gleich kommt die Gemüsebrühe noch, deswegen erstmal ein wenig Salz. Falls versalzen ist, Pfeffer gerne ordentlich, außer ihr mögt es nicht so scharf. Da könnt ihr jede Pfeffer verwenden, die ihr gerne habt. Wir schmecken das am Ende sowieso noch ab. Und nun kommt auch schon die Gemüsebrühe. Okay, das ist mein Ohren. Jetzt kommt auch schon die Gemüsebrühe drüber. Und sofort die vegane Creme Fraiche. Wie gesagt, bei mir ist es der ganze Becher, die 150 Gramm. Und jetzt drehe ich das auch auf halbe Stufe zurück und lasse das jetzt ganz kurz köcheln, wenn ich das eingerührt habe. Also jetzt rühre ich die vegane Creme Fraiche runter. Als Empfehlung einfach die Creme Fraiche vom Kühlschrank auf jeden Fall eine halbe Stunde vorher rausgeben, damit das auch ein bisschen schneller hier geht, weil wenn die lauwarm ist, also Zimmertemperatur, dann lässt sie sich schön schmelzen. Wenn ihr die erst jetzt rausholt vom Kühlschrank, dann dauert es etwas länger. Deswegen würde ich empfehlen, die vorher rauszuholen. So, und das Ganze stelle ich jetzt auch schon beiseite erstmal, weil meine Tagliatelle und der Wirsing, der ist hier drüben, noch nicht fertig sind. Sonst habe ich am Ende keine Soße mehr.
Also das Ganze jetzt erstmal beiseite stellen. Das kann ein bisschen abkühlen. Das sind eh nur noch 3-4 Minuten. Und den Wirsing und die Pasta gleich absieben. Und dann sehen wir uns zurück. Ganz vergessen. Moment. Ich brauche noch den Teelöffel Zitronenschale. Und zwar werde ich jetzt noch einen Teelöffel Zitronenschale hineinreiben. Das mache ich nach Gefühl. Ihr könnt es natürlich auch komplett einmal abwiegen. Ich habe das so im Gefühl drin, wie viel ich benötige. Also einen Teelöffel Zitronenschale. Und einen Esslöffel Zitronensaft. So. Und jetzt stelle ich das beiseite und dann sehen wir uns gleich zurück. Als nächstes habe ich jetzt meine Pfanne wieder auf die Herdplatte gegeben, auf halbe Stufe wieder angemacht, damit es wärmt. Und genau, den Spitzkohl und die Pasta habe ich abgesiebt, beiseite gestellt. Und das Ganze werde ich jetzt Stück für Stück hier reingeben. Ich muss mir, glaube ich, zwei Gabel holen. Mischen kann bzw. vermengen kann. Also vorsichtig Stück für Stück. Ich habe jetzt hier erst die Pasta abgesiebt, dann Spitzkohl einfach drüber. Das wird ja eh zusammen vermischt. Ich hoffe nur, ich habe genug Platz, was nicht so aussieht. So, ich hoffe, ich bekomme das Ganze jetzt runtergerührt. Jetzt habe ich es geschafft, alles schön unterzuheben. Ist eine kleine Sauerei geworden, wie man außenrum sieht. Aber ja, jetzt ist alles schön miteinander vermengt. Die Pasta mit der Soße, mit dem veganen Hackfleisch, mit dem Spitzkohl und allem drum und dran. Ich habe das jetzt auch schon abgeschmeckt und habe noch ein ganz klein wenig Salz und eine kleine Prise Pfeffer noch dazugegeben. Das könnt ihr so machen, wie ihr mögt. Ja, Zitronensaft war perfekt von der Säure und die Zitronenschale. Wenn ihr es ganz scharf haben mögt, könnt ihr auch noch eine Prise Chili darüber geben. Und jetzt richte ich das Ganze an. Ihr Lieben, bei mir ist das Ganze nun fertig. Ich habe jetzt hier eine kleine Portion auf den Teller gegeben. So sieht es angerichtet aus. Hier habe ich noch ein Basilikumblatt draufgegeben für die Optik. Ihr könnt da, also ihr könnt es nur pur essen. Ihr könnt da auch sämtliche Kräuter, Petersilie drüber geben. Basilikum passt natürlich am besten. Ja, oder auch pur essen, wie gesagt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert. Es schmeckt wirklich vom Geschmack super lecker. Mit dem Wirsing und mit dem veganen Hack. Die Soße natürlich. Und ja, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr es ausprobiert. Ich lasse euch unter der Infobox noch weitere Wirsing-Rezepte da. Ich habe aktuell auch einen Wirsing-Auflauf online gestellt vor ein paar Tagen. Schaut das sehr gerne vorbei. Das ist ein Wirsing-Kartoffelauflauf mit veganer Soße. Würde ich mich auch sehr freuen. Findet ihr unten. Lasst mir sehr gerne ein Abo da. Darüber würde ich mich noch mehr freuen, weil nämlich über 80% laut der Statistik mich regelmäßig schauen, aber leider kein Abo dagelassen haben. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Den Link dazu zu meinem Profil findet ihr ebenfalls unten. Da könnt ihr gerne, wenn ihr eins meiner Rezepte nachmacht und es fotografiert und hochladet, mich verlinken. Dann sehe ich das auch. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin!